Moin Freunde, die neue Season steht vor der Tür und mit ihr erwartet uns eine kleine Überarbeitung des Honor-Systems. Während der Erhalt von Honor-Kapseln bis jetzt völlig random war, werden die Rewards in Season 8 sehr strukturiert vergeben. So gibt es jetzt ab Level 2 sogenannte Checkpoints. Diese gewähren euch einerseits Belohnungen und zeigen euch andererseits euren Fortschritt zur nächsten Honor-Stufe. Dann haben wir die Honor Orbs, die ihr ab Level 3 zu jedem Checkpoint erhaltet. Außerdem erhaltet ihr diese Orbs auch, sobald ihr Level 5 seid, immer wieder bis zum Season-Ende. Zum Schluss gibt es noch die Honor Kapseln, die ihr jetzt nur noch erhaltet, sobald ihr Honor Level 3, 4 oder 5 erreicht. Werfen wir also einen Blick auf alle Belohnungen bis Level 5. Auf Level 1 und 2 erhaltet ihr jeweils einen Schlüssel. Für jeden Level 2 Checkpoint, es gibt übrigens immer 3 Checkpoints, gibt es 2 Schlüsselfragmente geschenkt. Auf Level 3 dann die erste Honor-Kapsel, 3 Schlüsselfragmente, einen zufälligen Ward-Skin sowie Champion-Charts im Wert von mindestens 300 blaue Essenz. Für jeden Level 3 Checkpoint gibt es eine Honor-Orb, diese enthält Schlüsselfragmente und Champion-Charts und durch den Checkpoint selbst nochmal 2 Schlüsselfragmente extra und Champion-Charts im Wert von mindestens 150 blaue Essenz. Auf Level 4 gibt es die nächste Honor-Kapsel sowie 4 Schlüsselfragmente, einen zufälligen Emote und Champion-Charts im Wert von mindestens 630 blauer Essenz. Jeder Level 4 Checkpoint gewährt euch eine Honor-Orb, 2 Schlüsselfragmente und Champion-Charts im Wert von mindestens 200 blauer Essenz. Damit wären wir bei Level 5, wo ihr eure letzte Honor-Kapsel erhaltet, sowie 5 Schlüsselfragmente, Medieval Twitch oder Grey Warwick, einen von beiden, einen zufälligen Ward-Skin oder Emote und Champion-Charts im Wert von mindestens 960 blauer Essenz. Ab Level 5 erhaltet ihr, wie bereits gesagt, weiterhin Honor-Orbs und außerdem dazu auch noch 3 Schlüsselfragmente und Champion-Charts im Wert von mindestens 250 blauer Essenz. In wie regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen ihr diese Belohnung ab Level 5 erhaltet, ist allerdings noch unklar. Damit das oben genannte funktioniert, wird euer Honor Level zurückgesetzt. So landen Spieler mit Honor Level 2 auch wieder bei Honor Level 2, Honor Level 3 bei Level 2 Checkpoint 1, Level 4 bei Level 2 Checkpoint 2 und Level 5 bei Level 2 Checkpoint 3. Auch wenn es hier nirgendwo steht, gehe ich mal davon aus, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel von Level 5 auf Level 2 Checkpoint 3 kommt, ihr alle darunter liegenden Belohnungen sofort erhaltet. Andernfalls wäre es ja schlechter, höher eingestuft zu werden. Aber mal schauen. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.